So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Universe Mode von WWE 2K14. Es geht jetzt um die FCW Championship in einem I Quit Match zwischen Stone Cold und Hulk Hogan. Hulk Hogan, aktueller FCW Champion. Und wir befinden uns natürlich immer noch bei Over the Limit im Main Event jetzt. Und wir werden sehen, wie dieses Match ausgeht. Match ist auf normal und wir simulieren den Scheiß. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Nachdem wir in der letzten Episode ein packendes Match gesehen haben zwischen mir, Franz Wegner, dem Chairman der FCW und Antonio Cesaro. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall die letzte Episode gucken. Und ich muss wieder hier machen. The following is an I Quit Match and it is for the FCW Championship. To win the match, your opponent needs to say the words I Quit. So, gut, ne? Da sehen wir The Shield. Alles klar. Hulk Hogan, Stone Cold, auf geht's. I Quit Match. Das heißt, der Gegner muss aufgeben. Er muss die Worte sagen. I quit. Ich gebe auf. Das kann er machen, nachdem er irgendeine starke Aktion eingesteckt hat. Oder in der Submission sich befindet. Ganz egal. Zu jeder Zeit kann man den Schiri beauftragen, das Mikrofon zum Mund zu halten vom Gegner. Und zu nachzufragen, ob er aufgeben möchte. Hulk Hogan, der aktuelle FCW Champion, ist der erste FCW Champion. Damals auch geworden im Gold Rush Tournament, siehe Episode 1. Und wer stand im Finale mit ihm zusammen? Genau, Stone Cold. Stone Cold lässt sich das Ganze dann natürlich nicht so gefallen und hat sich gedacht, wo ist mein Rematch? Das ist noch nicht vorbei. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Ganze hier auch noch nicht so schnell vorbei sein wird. Aber fokussieren wir uns auf den heutigen Abend, auf dieses I Quit Match. Im I Quit Match gibt es keine Disqualifikation. Auch hier können wir Waffen und Objekte sehen, die genutzt werden können. Der Referee ist da machtlos, das zu stoppen. Und die Kontrahenten haben freie Bahn. Toe Kick Ansatz. Gekontert mit dem Sweep. Und ich bin gespannt, wer es schafft, seinen ersten Finisher durchzubringen. Der Leg Drop gegen den Stunner. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und ich bin gespannt. Und ich denke, ihr auch. Sonst würdet ihr hier nicht einschalten. Ist ja klar. Russian Leg Sweep erneut. Chop. Side Headlock. In den Takedown gekontert. Beide nehmen sich hier in diesem Match nicht viel. Und es wird deutlich, warum Stone Cold ein ehrenwerter Anwärter auf den Titel ist. Auf die FCW Championship. Wir befinden uns immer noch außerhalb der FCW Arena. Und zwar in der Over the Limit Arena dieses Mal. Wo auch immer, könnt ihr euch aussuchen. So. Wir befinden uns natürlich immer noch in der Anfangsphase dieses Matches. Also erwartet nicht so viel. Ich denke, zum Ende hin wird es schon spannender. Und da gibt es auch schon Low Blow. Und da seht ihr auch ganz klar, warum es hier keine Disqualifikationen gibt. Oder dass es hier keine Disqualifikationen gibt. Sonst wäre das schon vorbei hier. Whip in zum Turnbuckle. Toe-Kick-Ansatz, wieder gekontert, aber zurückgekontert. Running DDT, den hat er nicht zum ersten Mal gerade gezeigt. Der Elbow wird gekontert von Hulk Hogan. Der Elbow von Hulk Hogan wurde gekontert von Stone Cold. So, Toe-Kick sitzt jetzt. Waistlock, Quatsch, Wristlock. Oh oh. Bin gespannt, was der Immortal One hier zu bieten hat, um seine Championship zu verteidigen. Es kann sehr spannend werden. Und wir werden sehen, wer als erstes die Worte sagt, I quit. Werden sie wahrscheinlich nicht hören, es wird einfach bloß eine Anzeige kommen, I quit. Aber noch keiner hat den Chiri dazu beauftragt, den Gegner zu fragen. Abdominal Stretch hier. Jetzt wird der Chiri gebeten, Hulk Hogan zu fragen. Aber er sagt ganz eindeutig, nein, noch nicht. Er gibt noch nicht auf. Der Unsterbliche wird nicht aufgeben. Wird er wahrscheinlich sagen. Oder so. Kann man rein interpretieren, was man will, ne? Die Punches, die gewohnten Punches von Hulk Hogan und ein Hip Toss hier. Wie setzt er jetzt nach? Wie setzt er jetzt nach? Sehen wir den Big Boot, ja! Ich habe mich schon gewundert, wann dieser kommt. Und bevor er den Leg Drop zeigt, fragt er nochmal Stone Cold, ob er aufgeben will. Aber eindeutig sagt er nochmal, nein, kein Bock.
Sehen wir jetzt den Leg Drop? Nein! Stone Cold steht wieder auf. Stone Cold muss zum Boden, bevor er den Leg Drop irgendwie abkriegen könnte. Andersfalls ist dies nicht möglich. Verstehe auch nicht, warum er erst gefragt hat, dann, oder mit dem Leg Drop wartet. Aber vielleicht ist es ja eine Taktik. Jetzt liegt er! Sehen wir jetzt den Leg Drop? Nein! Ich hätte es gedacht. So! Der Buddy... Nein! Gekontert! Stone Cold am Zug. Am Zug hier. Mit den Punches im Gesicht. Schöner Arsch. Shiri. Oder? Man weiß es nicht. War unscharf. Ja, so ist das, wenn man einen grauen Star hat, ne? Nein, das war ein Witz. So, wieder Weapon zum Turnbuckle. Glared sitzt ebenfalls nicht. Und? Weapon. Wieder zum Turnbuckle. Und? Konter! Ich warte immer noch sehnsüchtig auf den Electro hier im Let's Play. Bring ihn zu Boden, verdammte Scheiße, der Bear Hug! Wird Stone Cold jetzt aufgeben? Wird er die Water Eye Quit sagen? Nein, natürlich noch nicht. Natürlich nicht. Nicht nach einem Bear Hug. Oh oh. Wo geht Stone Cold jetzt hin? Was hat er vor? Warum nimmt er das Kommentatorenpult auseinander? Warum? Hat er irgendwas vor? Oh! Der Stunner! Der Stunner außerhalb des Rings! Und natürlich kann man auch außerhalb des Rings den Gegner zur Aufgabe zwingen. Nur Sherry, frag! Aber eindeutig hier gibt Hulk Hogan noch lange nicht auf. Oh oh. Da muss er nachsetzen. Da kommt die Aktion auch schon. Ein Sleeper. Will Hulk Hogan etwa im Sleeper aufgeben? Natürlich nicht. Nein. Sehnsüchtig warten wir auf den Leg Drop. Spart er damit? Oder hebt er sich diesen bis zum Ende auf? Wir werden sehen, was Hulk Hogan hier in petto hat. Die Kombination sitzt nicht. Oh. Benner. Glitch. Erneut. Running DDT. Erneut. Komm, schick ihn in den Ring und zeig den Leg Drop. Perfekt, um den Titel zu retainen. Oh oh. Power Driver. Powerbomb. Jetzt wird gefragt wieder. Nö. Doch nicht. Back Body Drop. Back Body Drop. Hulk Hogan konter ebenfalls. Konter. Wieder der Bear Hug. Ich glaube, ich bezweifle, dass Stone Cold hier schon aufgeben wird. Nein, das wird er noch lange nicht machen, oder? Nein, noch lange nicht. Sherry zeigt dir. Falsche Alarm, Leute. Oh oh. Shoulder Block. Und? Neckbreaker! Und? Wird das ein Gut Wrench Suplex? Der sitzt ebenfalls. Wer will das nächste seine Finisher-Aktion ausführen können? Ich dachte gerade, jetzt zeigt er erneut vielleicht den Big Boot, aber er hat einen Shoulder Tackle angesetzt. Bekam dieses aber nicht durchgesetzt. Wieder gekonnt er mit dem Russian Leg Sweep. Er fragt jetzt. Und. Ah, machen wir falschen Alarm hier. Zeigen wir mal an und dann steht der Gegner wieder auf. Jetzt wird gefragt, ob Hulk Hogan aufgeben will. Doch nicht. So. Ich glaube, ich werde das gar nicht. Ich werde das erst kommentieren, wenn die Anzeige wieder da ist. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Erneut der Running DDT. Ein bisschen mehr Variation wäre auch ganz nett. Herr Hogan. Herr Immortal One. Harry Mortal One. Stunner! Jetzt muss er ihn doch fragen. Haben wir einen neuen FCW Champion? Na. Bitte was? So schnell sagt er hier nein? Damit hätte ich ja nie gerechnet. So schnell? Oh oh, Leute, das kann ein echt langes Match werden. Wir sind gespannt. Powerbomb schon fast auf die Barrikade rauf. Das geht hier nicht. Zu schade.
Erneut die Powerbomb. Was einmal funktioniert, kann ein zweites Mal auch daneben gehen. Kann man ein zweites Mal auch daneben gehen. So. Zeig den Big Boot. Zeig den Leg Drop. Irgendwas. Irgendwas, Hogan. Zeig den Fans, warum du ihr FCW Champion bist. Irgendwas. Natürlich Hulk Hogan, der Fan-Favorite hier in dieser Angelegenheit. Bin etwas ruhiger gerade, passiert nichts so Spannendes. Power Slam. Na, wieder falscher Alarm. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn sie wieder zurück in den Ring gehen würden. Oder sie nicht immer auf der gleichen Stelle aufhalten würden. Wäre auch ganz cool. Die Herren, bitte, ich bin euer Chairman. Tut, was ich sage. Was ist das? Fragt er ihn jetzt? Nein, wieder falscher Alarm. Habt ihr das auch? Das ist, war das WW13 auch? Ich weiß es nicht. Interesting. Erneut falscher Alarm. So ein Scheiß. Na, fragen wir nochmal. Komm. Und? Neckbreaker. Was wird das? Was wird das? Was wird das? Weiß langsam nicht mehr, was ich kommentieren soll. Fällt mir schon nach 2 Minuten schwer, aber jetzt. Der Body Slam Ansatz gekontert. Jetzt kannst du ihn auch immer fragen, hier, Schiri. Der macht sich gar keine Mühe, der Alte. Überhaupt nicht. Vielleicht sollen sie vorhin in den Ring gehen. Was aber Quatsch ist eigentlich. Was totaler Quatsch ist, ja. Erneuter Ansatz zum Body Slam. Nein, zum Backbreaker, dieser sitzt. So, Schiri, du stehst jetzt ganz gut. Kannst du ruhig mal fragen. Hier kannst du ja mal den Job erledigen. Hip Tops Konter. Hip Toss Konter. Elbow. Suplex Ansatz. Gekontert. Stone Cold ebenfalls mit dem Stone Cold Suplex am Start. Ja, ja. Give me a hell yeah. Oder wie Sharkboy sagen würde: Give me a shell yeah. Erneut der Gut-Wrench Suplex. Was muss Stone Cold machen, damit er der zweite FCW Champion wird? Er zeigt zum Beispiel einen Stunner! Jetzt muss er ihn fragen! Komm, Shirin! Mach deinen Job! Bitte was? Wie schnell sagt er denn, dass er nicht aufgibt? Das kann doch nicht wahr sein, nach 3 Stunners oder sowas in der Art. Jetzt geht's endlich zurück in den Ring, hoffentlich. In den Ring. Vielleicht sehen wir dort etwas mehr Action. Das wird nicht in Contact, okay. Elbow auf den Hals. Wo geht Stone Cold hin? Wie wäre es in den Ring? Ja, dorthin geht's jetzt. Ich wollte sagen, Hulk Hogan hat immer noch nicht den Finisher gezeigt. Könnte es jetzt immer mal machen. Aber stattdessen fragt er einfach mal, ob Stone Cold aufgeben will. Ah, das steht früher auf. Ah, okay. Wobei man kann ja auch im Stehen aufgeben, ne? Fujiwara Armbar. Macht eine Aktion, macht eine Aktion. Backbreaker sitzt. Okay, 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 okay. Erneut der Neckbreaker. Er will, dass er Stone Cold fragt, aber der Referee hat wieder keinen Bock. Ich weiß, welches Match ich in Zukunft nicht so oft zeigen werde. Oh! Oh! Da kommt der Leg Drop! Frag ihn! Retained Hulk Hogan seinen Titel! Das schafft er niemals! Kommt er da nochmal raus? Aus dieser. Oh oh! Aus dieser Schlucht oder was auch immer. Oh. Er sagt die Worte I quit! Und wir haben weiterhin mit Hulk Hogan den FCW Champion erfolgreich verteidigt. Mensch!
Ja, was soll ich denn dazu sagen? Da sind wir dem Big Boot ganz am Anfang des Matches und ganz am Ende, wie ich es vorausgesagt habe, hat er sich den Leg Drop gespart. Oder für das Ende hat er sich diesen gespart. Werden wir bestimmt gleich nochmal sehen. Hier der Neckbreaker. Danach jetzt der Leg Drop. Der Ansatz hier. Geht er in die Seile. Und da kommt der Hogan Leg Drop, welche ihm letztendlich zum Sieg verholfen hat. Match hat sich etwas gezogen. Dennoch ganz interessant, das Ende jedenfalls. Und wir sehen einen feiernden Hulk Hogan. Real American. Right of every man. Real American. Fight for your right. Fight for a right. Okay, muss wieder reichen. Ich hätte bei Antonio singen müssen. Vielleicht in den nächsten Ausgaben. Mal gucken. Falls wir ihn sehen, aber ich denke mal. Und mit einem feiernden Hulk Hogan werden wir diesen Pay-Per-View beenden. Over the Limit. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es weitergeht. Ja, wenn es weitergeht. Mit dem Universe Mode hier auf dem Kanal von Franz Zockt. Gucken wir uns auch noch der WWE.com an. So, aktuelle Nachrichten. Hulk Hogan hat erfolgreich den Titel verteidigt nach einem hart und umkämpften Sieg. Ja, ja. Alles klar. In der nächsten Episode geht's dann weiter mit Thursday Night. FCW. Ist ja klar. Ja, bis dann, bleibt ihr seid, euer Franz Zock, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.